20. September. Hoffnung in der Schlacht. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Römer 7, Vers 25. Als Christen sind wir zum Gehorsam berufen, und unsere neue Natur verlangt auch danach, zu gehorchen. Doch was machst du nun, wenn du in der Versuchung stehst, ungehorsam zu sein? Einerseits steht dir die Kraft des Heiligen Geistes zur Verfügung, der dich befähigt, den Willen Gottes zu tun. Paulus beschreibt in Römer 7 jedoch auch die Tatsache des ständigen Kampfes mit dem Fleisch. Er sagt: Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet. Römer 7, Vers 23. Das Gesetz der Sünde, das unserem Menschsein anhaftet, streitet gegen das Verlangen zu gehorchen. Jeder Christ steckt in diesem Kampf. Dein Menschsein kämpft gegen die neue Schöpfung an, die sich des Gesetzes Gottes erfreut. Unsere Hoffnung besteht darin, dass, je länger wir kämpfen, wir umso siegreicher sein werden. Danke dem Herrn dafür, dass er dich Tag für Tag stärkt und dir Sieg über die Sünde schenkt.